Lilo, heute mal wieder ein Video, endlich mal wieder ein Video. Warum so lange keine Videos? Mir war es zu warm. Es war Sommer und es ist Sommer. Und ja, fast schon 40 Grad bei mir der Bude. Ich hatte keinen Bock mehr. Und außerdem ging mir was ganz anderes noch auf den Geist, ne? Prism, ja gut. Gut, weil wir jetzt aktuell das Problemchen haben, Verschlüsselung und so weiter, da gab es ja diverse Diskussionen, was denn jetzt nur sicher sei und welche Verschlüsselungsmethode, bin ich wieder auf ein altes Video von mir gestoßen. Ging damals um ein Demo, wie man mit Zufallszahlen etwas verschlüsseln kann. Ne? Rancid-Demo. Hier das Demo 2. Bitte mal das Basisvideo dazu schauen auf meinem YouTube-Kanal. Dann wisst ihr, worum es geht. Das habe ich ein klein bisschen erweitert und am Ende gibt es noch ein bisschen Spaß zum selber hacken. Gut, so viel vorab. Also, Lazarus, Programmiersprache. Wir wollen was machen. Was wollen wir machen? Ich hatte in meinem Video, das ihr jetzt schon gesehen habt, mal gezeigt, dass ich auf die Idee gekommen war, mit Verschiebung des Startwertes des Zufallszahlengenerators ein paar Bytes zu verschlüsseln. Ne? Ich hatte hier zum Beispiel mal irgendwelche Bytes zufällig mal generieren lassen und habe dann gesagt, wenn das jetzt eine echte Datei wäre mit Buchstaben und Zahlen und so weiter, dann könnte man die verschlüsseln und wieder entschlüsseln, ne? Wie gesagt, im Basisvideo. Und wenn man den Zufallszahlengenerator verschiebt, ne? Verschiebt um irgendeine Zahl, dann funktioniert das Entschlüsseln nicht mehr. Ne? Genau, also da mal gucken, habe ich ausführlich beschrieben im Basisvideo. Und darauf kam ich jetzt wieder. Habe ich dann erweitert. Und zwar erweitert um Load-File und Save-File. Gut, warum Load-File? Gut, im Basisvideo war es so, da habe ich irgendwelche wilden Zahlen mal als Platzhalter für eine echte Datei genommen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, in diesem neuen Programm eine echte Datei, zum Beispiel eine Textdatei, zu laden. Ne? Load-File, ne? Das ist hier Button 4 Klick, habe ich realisiert mit T-File-Stream. Und ich lade dann die Datei, die im Edit 2 Text angegeben ist. Diese Datei sollte sich dann im selben Verzeichnis, ganz wichtig, im selben Verzeichnis befinden, wie eben die Projektdatei von Lazarus, ne? Damit er die sofort findet oder er gibt halt einen anderen Pfad an. In dem Fall My Text. Hier ist ein ganz simpler Text-Demo bei The RackRunner. Gut. Den kann ich jetzt laden lassen, anstelle dieser zufälligen Bytes zu generieren, die nur zur Demo dienen sollte. Gut, machen wir jetzt. Anstelle jetzt Generate zu drücken, mache ich jetzt Load-File und dann habe ich eine echte Datei geladen. Das kann eine beliebige sein. Und die kann ich natürlich jetzt wieder verschlüsseln. Ne? Gut, verschlüsseln. Und jetzt will man natürlich die verschlüsselte Datei irgendjemand zukommen lassen. Hier gibt es zwei Buttons. Einmal Load-File. Derjenige, der die verschlüsselte Datei bekommt, die wird den Namen tragen, crypt.txt, der kann die laden. Wir aber, die das verschlüsselte File generiert haben, gehen erstmal auf Save File. Gut, damit sind wir fertig. Ne? Wir hatten die Originaldatei, die nicht verschlüsselt war, mit Load File geladen. Die Datei war in my.txt drin. Dann sind wir auf Crypt gegangen, haben die quasi mit meinem einfachen System verschlüsselt, so dass da andere Bytes drin stehen und mit Save-File in der Datei crypt.txt abgelegt. Und damit ist erstmal Pause. Ne? Dann geht ihr wieder in den Projektordner, habt jetzt diese verschlüsselte Datei, die kann kein Mensch erstmal so lesen, behaupte ich jetzt mal. Ne? Ich gehe wieder Bless-Hex-Editor, weil es ist eigentlich kein normaler Text mehr. Und ich sag mal, wenn ich den jetzt hin und her maile, crypt.txt, ich lade mal, da steht da nichts Gescheites mehr drin. Ne? Da muss jetzt erstmal einer drauf kommen, was das sein soll. Ne? Gut, das wäre dieses. Gebe ich dem ganzen Ding noch eine komische Dateinamensbezeichnung, dass es gar kein Text ist, dann muss man erstmal drauf kommen. Und das war ja so die These, die ich so aufgestellt habe, dass man sich vielleicht selber was basteln sollte, wo kein Mensch weiß, wie. Ne? Gut, jetzt habe ich natürlich verschlüsselt mit dem Passwort 0, das ist natürlich nicht pfiffig. Irgendjemand kennt vielleicht dann mein Video. Ihr könnt natürlich ein anderes Passwort nehmen oder besser euer eigenes Programm schreiben oder dieses ein wenig anpassen und schon
funktioniert die Verschlüsselung mit diesem Basisvideo, mit dieser Anleitung nämlich nicht mehr und schon funktioniert eine automatische Analyse eurer E-Mails zum Beispiel nicht, eine automatische nicht. Also müsst ihr jetzt schon wirklich ein Kryptologe kommen, ne? Gut. Mein Programm ist insofern nicht ganz so pfiffig, weil es dieselbe Dateigröße nimmt wie die Originaldatei. Das kann Rückschlüsse zulassen. Gut, ihr könnt natürlich Zufallsbytes noch anhängen. Jedenfalls, was haben wir? Wir können eine Datei laden, können die verschlüsseln, können natürlich vorher ein gescheites Passwort in Form einer Zahl, ne, einer Zahl, die Zahl entspricht dem Startwert meines Zufallszahlengenerators, angeben. Die Zahl kennt nur ihr und der Empfänger. Mit Savefile kriegt ihr eine Datei crypt.txt und die gibt ihr dann den Empfänger weiter. Und der hat natürlich dasselbe Programm und kennt natürlich auch die Entschlüsselungszahl. Ne? Zahl ist natürlich für ein Passwort eher dämlich, ne? Weil die relativ schnell gebrutforst werden könnte. Aber dazu müsst ihr natürlich erstmal das Programm kennen. Und das stelle ich mal so als Behauptung auf. Das muss er erstmal kennen. Ne? Und wenn man nicht weiß, was für ein Programm dafür benutzt worden ist, ist es schwierig. Ne? Gut. Jedenfalls ist es so. Wie gesagt, pfiffig oder nicht. Jedenfalls könnt ihr mit diesem kleinen Demo eure eigene Kryptdatei erstellen. Gut, ich bin jetzt der Empfänger. Was macht der? Das Passwort war jetzt 0 in dem Demo. Decrypt wollen wir machen. Und wir müssen natürlich die verschlüsselte Datei in dem Fall laden. Der Empfänger lädt jetzt diese Datei. Die muss sich natürlich auch bei ihm dazu in seinem Projektordner von Lazarus befinden. Ich habe das hier mal ganz einfach gemacht. Oder er muss einen anderen Pfad angeben. Und mit Decrypt kann er es dann entschlüsseln und bekommt dann hinterher die Zieldatei heraus. Gut. Haben wir das alles kapiert? Dann kann er mit Savefile Decrypt Text abspeichern, hat wieder die Originaldatei. Gut. Also Decrypt hat er den entschlüsselten Text mit dem Passwort in dem Fall 0, was nicht pfiffig ist, und save das ab und kann jetzt gucken, was da so ist. Ihr könnt das natürlich auch noch vereinfachen. Euer eigenes E-Mail-Programm gucken, ne, selber schreiben und integrieren, damit man da kein zusätzliches Programm braucht. Gut, der entschlüsselte Text decrypt.txt ist wieder der Originaltext. Gibt er ein falsches Passwort an? Ja, decrypt. Dann kommt natürlich wieder Müll raus. Ich spare mir jetzt das Safen und wieder öffne den Blaze. Glaubt mir, dann kommt halt nur Müll raus. Gut, kleines Programmierdemo. Euer Aufgabe ist, solltet ihr sie annehmen, ist, ich werde jetzt natürlich wieder die Späßchen machen, euch mal die Möglichkeit zu geben, euch in die Schuhe eines bösen NSA-Entschlüssers zu stecken, ne? Ihr bekommt von mir eine verschlüsselte Datei, habt aber das Passwort nicht. Ihr bekommt also eine verschlüsselte Datei. Ihr bekommt nicht MyText, ne, den Klartext. Ihr bekommt auch nicht Decrypt, das wäre ja auch wieder der Klartext. Ihr bekommt irgendeine verschlüsselte Datei, aber ohne Passwort. Ne? Und anstelle immer wieder, ne, gerne gesehen bei meinen YouTube-Videos, erster zu schreien, postet ihr einfach das korrekte Passwort, was nichts anderes ist als eine Zahl, um das einfach zu machen. Ne? Ihr müsst natürlich das Programm umschreiben. Ihr müsst das Programm so umschreiben, dass es alle Zahlen durchprobiert. Gut, die Zahlen mache ich im Wertebereich von 0 bis, sagen wir mal, unter 20.000, damit das Programm nicht ewig läuft, damit er auch mal auf die Lösung kommt. Denn Sinn und Ziel der Aktion ist ja, programmieren zu lernen. Ihr bekommt also von mir eine Datei, die heißt crypt.txt. Die ladet ihr, weil ihr seid ja der Empfänger. Aber ihr habt nicht das Passwort. Gut, wenn ihr mit der Zahl 0 auf Decrypt gebt und speichert, kommt dann nur Müll raus. Ihr seid jetzt der böse NSA-Agent, der jetzt rausfinden muss, welche der Zahlen, ja, im Wertbereich von 0 bis, ja, ich sag mal, unter 20.000, ist es denn jetzt gewesen, ne? Und der Erste, der es rausgibt, postet diese Zahl gut und freut sich, erntet Ruhm und ewige Jugend und was weiß ich, wird direkt vom NSA rekrutiert. Gut, jedenfalls ein ganz einfaches Programmierdemo, damit ihr mal ein bisschen mit Lazarus spielt, mal ein bisschen rumprobiert, wie geht das, ne? Wie kriege ich das jetzt hin, hier anstelle des Edit-Feldes automatisch
diese Prozedur dauernd laufen zu lassen im Kreis, ne? Und vor allen Dingen, woran erkenne ich denn, dass ich denn die Datei jetzt richtig entschlüsselt habe, ne? Gut. Ne? Ja, dazu ein Hinweis. Ein Klartext enthält meistens irgendwelche deutschen Worte. Zum Beispiel könnte sich darin mein YouTube-Name befinden, aber ihr wisst nicht, in Groß-Klein-Schreibung, ne? Es könnten sich auch ansonsten, wenn das jetzt irgendein Text wäre, irgendwelche deutsche geläufige Worte befinden oder englische. Bei mir trifft beides zu. Zum Beispiel das Wort the kommt drin vor. Nur, es wäre jetzt nicht pfiffig, immer zu gucken, meinetwegen mit der Zahl 939 zu entschlüsseln und zu gucken, ob THE drin vorkommt. Denn das könnte zufällig mal auch mit einer ganz anderen Zahl entstehen. Ihr müsst also lange Worte suchen. Am besten lange Worte, von denen ihr meint, zum Beispiel Reckraner, ne? Das ist eindeutig, ne? Das ist lang und das wird sich nicht zufällig ergeben mit irgendeiner Kombination von Zahlen, ne? Oder Leerzeichen, das Leerzeichen, ne? Also ein Leerzeichen, ich mache das mal hier, ein Leerzeichen, das Wort das, ein deutsches und wieder ein Leerzeichen, wäre auch wieder eine Kombination, die sich wahrscheinlich nicht zufällig so ergibt, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, ne? Und das sind dann Ansatzpunkte für die Herren, die ein Interesse an euren Daten haben, den Datenstrom mal so aufzupolieren und zu gucken, ob die vielleicht das Passwort knacken sollen. Und ihr sollt und dürft in dem Fall die Zahl knacken, ne? Normalerweise würden jetzt richtig gute Verschlüsselungsprogramme natürlich nicht eine Zahl nehmen, sondern Groß-, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, bla bla bla. Und deshalb muss man seine Passworte meistens mit Groß-, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und möglichst lang machen, damit das Entschlüsseln möglichst lang ist. Und deshalb haben die USA auch die größten Rechenkapazitäten und können das trotzdem. Naja, gut, das hier soll ja nur ein Programmierdemo sein. Ihr sollt Interesse bekommen, mal so ein bisschen Lazarus zu programmieren, mal was zu entschlüsseln, verschlüsseln, meinen kleinen Krypttext zu dekodieren, obwohl ihr gar nicht das Passwort, was eine Zahl ist, im Wertebereich von 0 und unter 20.000, mal automatisch versuchen rauszubekommen, zu dekrypten. Ne? Ihr habt ja jetzt alles da, ihr habt ja jetzt das, was ein normaler Angreifer normalerweise nicht hätte. Ihr habt den kompletten Quellcode, ihr habt meine ganzen Hinweise. Ihr wisst, dass es eine Zahl ist, ihr müsst nur alle Zahlen durchprobieren, um vom Programm aus, ne, und vom Programm aus dann auf die richtige Zahl zu kommen, zu schauen, kommt jetzt beim Entschlüsseln da hinten irgendwo was Sinnvolles raus, ne, was ein deutsches Wort ist, oder zum Beispiel Reckrunner, ne, Groß-Kleinschreibung ignorieren, und schon habt ihr die Zahl raus, ne, obwohl das ja für die Anfänger noch schon sehr kompliziert ist, und deshalb lasse ich das auch bei diesem sehr, sehr einfachen Beispiel, ne? Ein bisschen Brute Force für Anfänger und Programmieren, weil es Spaß macht und weil es gerade so zum aktuellen Thema im Moment zum Zeitpunkt dieses Video passt. Ich gebe euch also den Quellcode dieses Programms mit, ne, auf dem Weg, damit ihr das nachmachen könnt, und ihr bekommt eine crypt.txt, aber nicht das Passwort, das eine Zahl ist. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Postet mal die richtige Antwort, die richtige Zahl anstelle von erste. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.